möchte in diesem Video zeigen, wie ich eine Zeichnung aus einem anderen Programm als SVG-Datei erstellen kann. Ich nehme hier als Beispiel mal CamSketch, das ja in seinem Vorrat hier an Zeichnungen unter anderem LabKit anbietet, wo hier einige ganz gut gemachte Zeichnungen sind, also auch vor allem was die Schliffe betrifft, und wenn ich die verwenden kann, dann habe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Ich habe mir jetzt hier mal diese Falle ausgesucht, diese Kühlfalle, die ich hier mir zunächst mal reinzeichne und dann auswähle und kopiere in das Programm Inkscape. Die Kopie sollte auch möglichst groß gezeichnet sein, damit ich also möglichst genau dann Veränderungen vornehmen kann. So, jetzt gucken wir uns diese Zeichnung mal genauer an, indem wir gucken, wo die Knotenpunkte sind. Ich verstehe nicht so ganz, warum jetzt nicht gleich, obwohl es hier angewählt war, die Knotenpunkte angezeigt werden. Dazu muss ich nochmal hier reinklicken. Und es sind also hier wohl zwei Teillinien enthalten. Das ist einmal der äußere Bereich hier und der innere Bereich, dieses kleine Rohrstück, was da rein zeigt. Man sieht hier, dass das nicht so wirklich optimal gelöst ist, denn ich habe hier einige Knotenpunkte drin, was bedeutet, dass bei dieser Zeichnung, bei dieser Rundung im Prinzip ganz viele kleine gerade Stückchen nebeneinander sind. Und ich möchte gerne eine Lösung haben, bei der ich also möglichst wenig Knotenpunkte habe. Jetzt könnte das Problem sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten Knotenpunkte lösche, wir probieren es gerade mal aus, wenn ich diese Knotenpunkte lösche, dass die Form meiner Kurve eben total verloren geht. Eventuell würde ich mir dann eine Kopie nehmen von dieser Zeichnung und sie in einer Ebene unten drunter legen, dass ich eben nachgucken kann, dass die Figur weiterhin genauso aussieht wie vorher. So, ich habe das hier jetzt gerade markiert und entferne das mal und gucke, wie sehr sich die Form ändert. Eigentlich so gut wie gar nicht. Das heißt, ich habe Glück, dass das gerade so geklappt hat. Jetzt schaue ich gerade mal. Jetzt, den habe ich einen Knotenpunkt mehr entfernt und dann passt das leider nicht mehr, was aber nicht so schlimm ist. Ein wichtiger Punkt zum Nachzeichnen von irgendwelchen Objekten, damit das also perfekt aussieht, ist auf jeden Fall, dass man Hilfslinien einzeichnet, was ich jetzt mal gerade mache. Und zwar ziehe ich davon von dem Lineal aus, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe nach unten. Ich zeichne mal jetzt verschiedene hier ein. Das ist einmal hier für den Anfang der Biegung und auch für diese Knotenanfasser, die dafür da sind, dass die Rundung auf beiden Seiten dann gleich groß wird. So, wenn ich eine senkrechte Führungslinie, so ist der richtige Begriff dafür, haben will, ziehe ich von der Seite und ziehe sie dann an der Stelle, an der ich es haben möchte. Ich richte meine Führungslinien jetzt nicht exakt hier dran aus, sondern ich achte vor allem, dass eben dadurch die Proportionen von dieser Figur stimmen. Und nutze dann meine oder diese Knotenanfasser, damit ich die richtige Rundung reinbekomme. Hier unten ist jetzt kein Knoten, das heißt, ich kann eigentlich die Höhe nicht mehr verändern, was aber jetzt auch nicht so schlimm ist. Die Rundung sieht also gut genug aus. Wenn mir das jetzt zu weit nach unten geht, dann kann ich das jetzt nicht hier irgendwie anfassen, aber ich kann Folgendes machen. Ich verschiebe mir einfach meine Führungslinie ein bisschen weiter nach oben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn die sehr nah beieinander liegen. Dann muss ich etwas vergrößern, dann habe ich die Möglichkeit, das etwas besser zu verschieben. Gehe wieder in mein Knotenwerkzeug, aktiviere hier unten die Knoten und kann dann die Richtung bzw. eben auch die Länge
etwas verändern. Wer es nicht weiß, man kann ja zoomen, indem man die Steuerungstaste und zum Beispiel das Mausrad verwendet. Und dadurch kommt man sehr schnell in eine Zeichnung hinein und kann es vergrößern. So, was mir noch aufgefallen ist, ich habe hier innen drin diesen Hintergrund, der das Glas darstellen soll. Den kriege ich nur, wenn ich hier angehe. Da sieht man auch immer noch diese vielen Knotenpunkte da unten. Diesen lösche ich einfach mal. Moment, ja, ich lösche einfach, markiere einfach alle Knoten und entferne das. Dadurch ist jetzt dieser leicht graue Hintergrund weg, aber den brauche ich später nicht mehr, weil ich eine Kurve habe, werde ich die einfach dann verwenden und sie füllen. So, jetzt gehen wir weiter. Hier oben habe ich jetzt noch recht viele Knotenpunkte. Ich möchte, ich lege mir die Größe hier nochmal fest. Die Außenlinien, die brauche ich eigentlich nicht verändern. Mir geht es jetzt nur noch hier um die Wölbung da oben. Da entferne ich mal einige und da klappt es erstaunlicherweise immer noch. Jetzt vergrößere ich wieder ein bisschen, damit ich noch die Knotenpunkte entfernen kann, die meiner Meinung nach zu viel da sind. So, jetzt ändert sich die Form ein bisschen und ich verschiebe die Anfasser von diesen Richtung ein wenig. So, ich habe hier den sogenannten Anfasser der Führungslinie. Der stört mich, weil der verwendet wird von der Maus, um Moment, das machen wir nochmal rückgängig. Weil der verwendet wird, um etwas auszurichten. Und deshalb schiebe ich ihn da zur Seite. So, jetzt möchte ich auf jeden Fall, dass das hier noch bis hier oben hingeht. Das kann ich ja durchaus machen, indem ich es verlängere. Das Problem ist jetzt, dass ich jetzt nicht genau die Mitte habe. Dazu gibt es einen Trick. Ich verkleinere das Ganze mal ein bisschen. Und zwar kann ich auch schräge Führungslinien reinziehen. Das mache ich, indem ich aus der oberen linken oder rechten Ecke reingehe. Und jetzt ziehe ich mir mal hier schräge Hilfslinien hin und habe dann hier oben drüber einen Schnittpunkt, der mir genau den Mittelpunkt anzeigt. Und dann weiß ich, wo also die Mitte zwischen diesen zwei Führungslinien ist. Und dann kann ich zum Beispiel den verwenden, um entweder hier dran das Ganze auszurichten. Ich habe einen Knotenpunkt übersehen. So, jetzt ist es also auf jeden Fall symmetrisch. Was jetzt mich noch stört, ist, dass das hier eckig ist. Ich habe ja einen sogenannten Spitzenknoten. Den kann ich zum Beispiel in entweder einen geglätteten Knoten umwandeln oder ich muss eben hier bei diesem Knoten gucken, dass der hier, dass die Rundung eben so beginnt, dass es hier keine Spitze, keine Ecke gibt. Und wenn es hier nicht, wie zum Beispiel hier, einen Anfasser gibt, wo ich etwas verändern kann, ziehe ich einfach in der Nähe von diesem Knoten. Und dann habe ich ja hier meinen Anfasser. So, das klappt doch nicht so, wie ich es will. Das liegt daran, dass hier eben kein Zwischenpunkt dazwischen ist. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich füge mir hier noch einen Knotenpunkt ein, damit ich das besser regeln kann. So, und dann gibt es verschiedene Funktionen, wo ich noch einen Punkt einfügen kann. Und da gibt es hier diese da. 9 Knoten in den gewählten Segmenten einfügen. Das
gucken mal, ich habe hier gerade also auf diesen Bereich geklickt und dann bekomme ich hier einen weiteren Punkt. So, den setze ich jetzt hier oben hin. Und damit ich die Höhe nicht verliere, weil hier hat sich jetzt einiges geändert, hole ich mir nochmal eine Führungslinie hierfür. Jetzt sehe ich auch, warum die Figur vorher nicht gefüllt war, weil es nämlich eine offene Linie ist. Das kann ich aber noch ändern. So, zunächst mal also Knoten hier rüberziehen. Ne, das war der Anfasser für die Knotenrichtung. Knoten hier hin. Diesen Knoten hier oben hin. Ich hatte es eigentlich weiter unten gehabt, fällt mir gerade ein. Ich hatte irgendwie eben ein Problem gehabt, dass wenn ich einen Knoten verschoben habe, dass der Rest mit verschoben wurde. Es könnte sein, dass da halt mehrere aktiviert waren und deshalb hat es nicht geklappt. Aber so habe ich es jetzt geschafft, das Ganze unterzubringen. Und jetzt möchte ich noch die zwei Knotenpunkte zusammenfassen, damit das da geschlossen ist. Dazu drücke ich die Großschreibetaste und klicke sie beide an, dann sind sie beide aktiviert. Und dann gibt es die Möglichkeit, hier gewählte Endknoten verbinden. So, und dann habe ich jetzt eine geschlossene Linie. So, jetzt wird noch, Moment, hier wieder aufpassen, dass nur dieser Knoten aktiv ist. Den setze ich hier oben hin. Eventuell sorge ich dafür, dass es ein symmetrischer Knoten ist, dass wenn ich also zum Beispiel das Ganze waagrecht ausrichte, eben zum Beispiel hier mit einer weiteren Führungslinie, dass dann auch rechts und links die gleiche Richtung vorhanden ist. Jetzt ändere ich noch die Richtung aus diesem Knoten heraus. Hier muss ich es auch noch anpassen. Man könnte jetzt genau sein und sagen, ich möchte sehen, dass also wirklich dieser und diese Knoten wirklich identisch, also spiegelsymmetrisch sind, damit das also wirklich passt. Aber eigentlich bin ich soweit zufrieden mit. Und dann habe ich zumindest den äußeren Teil der Kühlfalle mit einer ganz einfachen Linie und wenigen Knotenpunkten ordentlich miteinander verbunden. Und ich sollte jetzt auch die Möglichkeit haben, das Ganze zu füllen, da es ja eine geschlossene Linie ist. Das probieren wir gerade mal aus. Ja, es geht, wenn es auch nicht schön ist, aber es geht. Und das ist genau das, was ich haben will. So, vom Prinzip her muss ich jetzt genau das Gleiche machen bei diesem inneren Bereich, dass ich also wiederum schaue, dass ich die Anzahl der Knoten verringe, indem ich sie lösche. Ich kann die Hilfslinien, die ich hier vorher verwendet habe, natürlich auch weiterverwenden und werde gerade mal hier die Knoten entfernen und dann gucken wir, ob die Richtung passt. So, ich habe jetzt fast alle Knoten entfernt und alle, die ich nicht mehr brauche vor allem. Jetzt habe ich noch zwei senkrechte Führungslinien eingebaut, damit ich mir also sicher sein kann, dass die an der richtigen Stelle sind. Ich kann auch hier diese Knotenanfasser verwenden, um die Richtung ganz genau gerade zu haben, was jetzt hier nicht der Fall war. Ich kann eben auch hier den Knoten auf diese Kreuzung meiner Führungslinien setzen und das Ganze noch ein bisschen nach oben ziehen, dass ich also einen perfekten Übergang hier habe. Und zur Sicherheit, damit das also wirklich senkrecht ist, noch hier ausrichten. So, und dann habe ich, wie ich finde, eine super aussehende Zeichnung. Ich mache gerade mal die Führungslinien unsichtbar und habe jetzt eine Figur, die also mir wirklich sehr gut gefällt. Und was eben auch der Vorteil ist, dadurch, dass nur wenige Knotenpunkte sind, kann ich also zum Beispiel auch etwas verändern, indem ich hier das markiere und da die Höhe anpasse. So. Und damit lässt sich sicherlich einfacher arbeiten als mit dieser Zeichnung mit den vielen Einzellinien.